Hallo liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ich bin mit einem sehr bekannten Polyglot, Richard. Und ich frage ihn eine sehr wichtige Frage für alle Sprachbegeister aus dem ganzen Welt. Willkommen, Richard. Ja, hallo, danke. Ja, danke. Meine sehr wichtige Frage, wenn ich nach dieser Sprachlernreise angefangen habe, als Sprachbegeister, was wäre Ihre Botschaft für die ganze Gemeinschaft? Also für mich, eigentlich ist es, wenn man so eine Sprache tagtäglich benutzt und lernt, so sieht man eigentlich die Früchte davon, vom Lernen. Und ja, also wenn man nichts macht, dann kann man eigentlich nichts erwarten. Man kann nicht weiter besser sprechen oder so, weißt du? Und es ist immer das Problem, dass wenn jemand fragt, okay, wie kann ich eine Sprache lernen? Es kommt darauf an, was für dich eigentlich interessant ist. Und wenn du was Interessantes findest, dann kannst du das tagtäglich machen. Ja. Also jeden Tag ein bisschen. Wenn du... Also das A und O für die Sprachlernen ist unser Interesse, ja, genau, an der Sprache. Und was für dich eigentlich wichtig ist. Ja. Worüber willst du eigentlich reden? Willst du über sich selbst reden? Ja, okay, dann sollst du auch fragen mal, okay, wie ist das eigentlich? Was bin ich? Wer bin ich als Mensch? Was mag ich? Was mache ich gern? Was mache ich eigentlich nicht so ganz gern? Ja, ja. Solche Sachen sind sehr wichtig. Es hängt total von unserem Interesse, unserer Begeisterung, mhm, und ja, was wir wirklich brauchen in unserem Leben. Ja. Ja? Und warum lernen wir eigentlich die Sprache? Ja. Und wenn man die Antwort hat, dann kann man schon so sagen, okay, welche Worte sind dafür auch hilfreich? Welche Worte soll ich eigentlich lernen? Das hat eigentlich sehr wenig Sinn. 100 oder 1000 Worte von Sachen, die du eigentlich gar nicht benutzen willst oder so. Ja. Du hast ja, was ist das? Das ist ja vielleicht, ist es für dich vielleicht besser, wenn du wenn du dich auf bestimmten Themen konzentrierst. Und eine letzte Frage. Was bewegt sich, um viele Sprachen zu lernen in deinem Leben? Für mich ist es einfach, ich will die Leute besser verstehen und die Etymologie zum Beispiel für mich ist auch sehr wichtig. Wie ist die Interaktion zwischen die Communities zum Beispiel, entweder online oder auch in verschiedenen Ländern, die man findet. Ne? Ja. Und, wie sind die eigentlich, wie war die Geschichte zwischen? Also man muss es selbst entdecken, was ist los draußen. Ja, und auch, ich meine, für mich ist es einfach so, dass ich so Freundschaften und so mit anderen Menschen auch schaffen will und ja, haben will und ihre Geschichte auch verstehen will. Genau. Vielen Dank, Richard, vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit. Ja. Ja, danke. Das war's. Ciao. Tschüss.